Siyun Smooth 4. Von vorne ein Gimbal. Seite Logo, hinten Gimbal. Okay, raus damit. Blisterfolie, Siegel, oh mein Gott, das ist viel zu viel aufzumachen. Und dann sitzt das noch so eng da drin. Das Hardcase, in dem er sich versteckt. Noch dabei eine Kurzanleitung. Die braucht man nicht wirklich. Einfach das Video hier bis zum Ende schauen. Die Box ist gut verschlossen und solide. Da drin kann man den Gimbal verstauen und mit der Box im Rucksack transportieren. Als Zubehör kommt dieser kleine Tripod, den ich auch schon als Standfuß für meine Sony A6000 genommen habe. Hält sehr gut und das nicht nur in der Endlage. Und beim Filmen kann man ihn als Verlängerung nehmen und so größere Schwenks hinbekommen. Tolles Teil. Und dann noch ein USB-C-Ladekabel, um den Gimbal aufzuladen. Dann der Smooth 4 selber. Oder Smooth 4? Nachdem ich andere Videos gesehen habe, muss ich sagen, er liegt besser in der Hand, als einige andere Reviewer sagen. Ja, nicht das ganze haptische Gefühl wie beim Smooth 3, der aus Metall war. Aber wer den Smooth QF oder DJI Osmo kennt, dem ist hier nichts fremd. Das Schöne am Smooth 4 ist, es gibt zig Knöpfe. Ein Multifunktionsrad in der Mitte, an der Seite ein Drehrad und hinten Pistolenknöpfe. Wo ich gerade den Smooth Q erwähnt habe, hier der direkte Vergleich. Dagegen ist der Q echt klein. An Größe hat der 4 einiges zugelegt, hat auch eine Menge mehr bekommen. Da wäre zum Beispiel diese Halterung. Die hat zwei Funktionen. Einmal wabert der Kopf nicht wahllos durch die Gegend, wenn er nicht in Betrieb ist. Und zusätzlich geht der Smooth 4 hier in eine Standby-Funktion. Er ist also weiter an, aber nicht aktiv. Und dann gibt es da unten, ich hoffe man erkennt es, ein Micro-USB-Port. Dieser soll zum Laden des Smartphones sein und ist ein totaler Designfehler. Micro-USB ist ein Eingang und kein Ausgang. Dafür gibt es wenn nur Spezialkabel für viel Geld. Ich habe keins gefunden. Geladen wird der Gimbal über den seitlichen USB-C-Anschluss. Also Telefon einsetzen. Dazu einfach die Halterung aufschieben, einlegen und dann zurückschieben. Austarieren geht schnell und einfach. Und man sollte es auch zwingend machen, da der Gimbal lastfrei ist und nur die Bewegung ausgleichen muss, die man macht. Dazu die kleine Rindelschraube lösen und den Arm leicht rausziehen. Ist das gemacht und das Telefon kippt in keine Richtung mehr, einfach die Schraube anziehen. Letzte Kontrolle, tut. Großer Vorteil, selbst mit dem iPhone X kann man den Gimbal in die Standby-Position bringen. Das ging beim Q und beim 3 nicht. Da musste erst der Arm wieder reingeschoben werden. Dann zum Einschalten den Power-Knopf gedrückt halten und schwupps ist er fixiert. Man braucht noch die Siyun App, damit die Buttons auch funktionieren. Dazu den Barcode aus dem Handbuch scannen und die App aus dem jeweiligen Store laden. Die App selber sollte nach dem Starten den Gimbal finden und sich mit ihm verbinden. Teilweise muss man da aber so ein bisschen rumdrücken. In der App bekommt man oben ein Haus angezeigt, welches wieder auf die Startseite führt. Dann den aktuellen Status, Bluetooth-Verbindung, Fotomodus, Blitz, Zeitverzögerung und HDR. Sowie den Batteriezustand vom iPhone als auch vom Gimbal. Unten links ist das Icon für den Tracking-Modus. In der Mitte die aktuellen Settings und rechts geht's zur Galerie. Mit dem Rad an der Seite des Gimbals kann man unter anderem den Fokuspunkt verändern. Und auch sonst kann man eine Menge manuell beeinflussen. Über die Menü-Buttons am Gimbal kommt man zu den weiteren Einstellungen. Viele verschiedene Videoauflösungen und Frames per Seconds. Durch die Punkte kann man alleine mit den Tasten auf dem Gimbal navigieren oder mit dem Scrollrad, was zeitgleich natürlich auch noch hoch, runter, rechts, links ist. In der Mitte ist dann der Bestätigungsknopf. Aber auch in die unterschiedlichen Fotomodis.
wie ein schönes automatisches 180-Grad-Panorama oder ein sehr großes Bild aus 8 kleinen Einzelbildern. Aber auch zur Motion Timelapse, die sehr cool ist. Blitz, Aufnahmeverzögerung für Fotos, HDR. Einige Übersetzungen sind gut und verständlich, andere eher unterirdisch. In den grundsätzlichen Einstellungen habe ich mir zumindest die Gitterlinien aktiviert. Die anderen Optionen muss man selber wissen, was man braucht. Von den meisten Dingen einfach die Finger lassen. Aber der Vollständigkeit halber habe ich sie mal gezeigt hier. Ansonsten gibt es noch fertige Filter und Szenenvorwahl. Einfach so lassen. Das kann man auch nachträglich in der Bearbeitung ändern. Ich finde diese Automatikmodis einfach genial. So wie diese Zeitrafferfunktion. Sie ist schnell und einfach programmiert und man hat einen tollen Effekt. Aber auch die Panoramafunktion. Gerade weil der Schwenk nahe an der Mittelachse der Linse ist, ist die sehr verzerrungsfrei. Die einzelnen Fotos werden von der App zusammengebaut. Das gleiche für das 3x3-Foto. Alles in allem ist der Smooth4 eine super Weiterentwicklung. An einigen Stellen mal einfach nicht DJI kopiert, sondern was Eigenes versucht. Gut, die Nachladefunktion ist in die Hose gegangen. Ob ich mit dem Fokusrad noch eine Freundschaft schließe, bin ich mir auch nicht sicher. Und dass ich den Gimbal nicht mehr über einen Joystick bewegen kann, ist auch scheiße. Aber die anderen Funktionen und die Größe finde ich richtig geil. Und wenn man überlegt, was man hier für sein Geld bekommt, top.